Herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch unter Freunden über Themen dieser Zeit mit Thea Wachtendorf und Nada. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Gespräch unter Freunden. Hallo, liebe Thea. Hallo, liebe Nada. Hallo an alle. Ja, ich beginne wieder mit der Frage. Ja. Und zwar ist es von mehreren Teilnehmern oder Zuschauern die gleiche Frage. Darum finde ich es sehr schön, wenn wir das jetzt machen. Und zwar, viele sind nicht einverstanden mit dem, was so in der Welt geschieht. Also ob jetzt Masken tragen oder was auch immer, weil einige einfach sagen, sie glauben nicht an diese ganze Krise oder an die Geschichte. Und einige sagen, sie haben von Haus aus schon mit Regeln und Vorschriften ein Thema vielleicht. Und dann kommt die Frage, aber wenn ich doch so im Sein bin, dann tue ich ja nichts mehr. Ja, das heißt also, wenn ich was tun will und tue, bin ich dann nicht im Sein, Ego oder Sein. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, auch dass wir es nochmal rausstellen, dass es nicht darum geht, Ego oder Sein, sondern mit meinem Ego, mit meinem Ich im Sein sein. Ja? Und dann können wir das an diesem Thema jetzt mal besprechen. Ja, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, weil da aus meiner Sicht ganz oft eine Unklarheit ist, wirklich zu glauben, es war jetzt auch bei Kurt tatsächlich im Livestream, zu glauben, ja, wenn ich bei Bewusstsein bin, dann ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und da gibt es nichts mehr zu tun. Da sitze ich wahrscheinlich nur noch auf dem Sofa, meditiere vor mich hin und hätte keine Gefühle, wie auch immer, oder hätte keine Entscheidungen zu treffen, würde nicht mehr interagieren mit der Welt. Und das ist ja aus unserer beiden Sicht und deswegen finde ich das ja toll, dass wir die Gespräche ja auch anbieten, weil wir sagen, es gibt immer beides. Es gibt einmal natürlich das Sein, was ich bin, was immer ständiger Beobachter ist von dem, was ist. Aber dann bin ich ja auch der Mensch, der in der Welt interagiert, aufgrund natürlich der Dinge, Gesetz der Resonanz, der Spiegelung, der eigenen Themen. So, und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir beide Parts haben, die eben tatsächlich aus meiner Sicht eben parallel gehen und nicht ein Entweder-Oder, sondern ja, da ist das Sein und hier agiere ich als Mensch in der Welt. Genau. Und das gilt ja praktisch für alle Themen, aber wir nehmen das jetzt mal auf Regeln. Und ja, das ist so die Frage, ne? Was, ich würde immer sagen, was ist denn in mir? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel diese politische Lage nehme, dann ist es so, dass ich jetzt persönlich auch sagen kann, ich hätte jetzt auch gerne eine andere Regierung. Ich hätte schon ein paar Gesundheitsminister, die vielleicht ein bisschen Ahnung haben von Medizin und vielleicht ein bisschen bewusster sind in Sachen Medizin. Und ich persönlich empfinde es auch so, dass es schon sein kann, dass es sehr gesteuert ist und anderen Zwecken dient. So, das heißt also, wenn ich jetzt mich persönlich nehme, das habe ich ja schon erzählt, möchtest du mit mir nach Memmingen zum Demonstrieren? Und du sagst nein. Und ich habe für mich so gespürt und ich dachte, okay, warum soll ich das nicht tun? So, das heißt also, ich spüre einfach, was ist denn ein Impuls von meinem Ich, von Thea? Ja? So, jetzt kann ich hier sitzen und sagen, die Welt ist nicht in Ordnung oder das, ich bin gegen das System, aber wenn ich einfach nur rede und ich tue nichts, dann habe ich das Gefühl, ich habe meinen Beitrag nicht geleistet. Eine ehemalige aus der DDR sagte mal zu mir, wir sind ja auch nicht befreit worden durch lauter Meditieren. Nein, da sind die Leute auf die Straße gegangen, sehr viele, und dadurch hat sich dann letztendlich was verändern können. So, das heißt also, natürlich gibt es Länder, so wenn wir jetzt mal China nehmen, und in Hongkong waren 2 Millionen auf der Straße, aber das hat man jetzt mal auch mit Corona stoppen können. Die Frage ist immer, wie ist das Ergebnis? Aber ich denke, wenn etwas in einem ist, so ich komme jetzt gar nicht gerade auf den Namen, die Schwindelambulanz, wie heißt der Arzt auch noch, das ins Leben gerufen hat, diese neue Partei Widerstand 2020. Ich glaube, die haben innerhalb jetzt von ein paar Wochen 50.000 Mitglieder. Und ich finde so, es kann ja sein, vielleicht ist er dazu geboren, dass er in diesen Wochen diese Rolle übernimmt. Ja, das heißt also, in der Persönlichkeit, finde ich, wenn wir jetzt beim Ego sind, ist immer die Frage, aus welcher Haltung heraus mache ich das? Ja, es geht nicht um das, was ich tue, sondern aus welcher Haltung. Wäre für mich Ego, wäre Kampf, Widerstand, ihr seid alle schlecht, das ist nicht gut. Und Sein wird sich eher so anfühlen, ich stelle fest, das ist nicht mehr vielleicht, wie es gut ist, es könnte besser sein, da bin ich zwar in der Wertung von gut und schlecht,
aber einfach so aus der Haltung heraus zum Besseren eine Veränderung mit bewirken wollen. Das hat für mich ein anderes Gefühl. Ja, genau. Eigentlich hast du jetzt für mich schon auch alles gesagt, was ich jetzt auch gesagt hätte. Nämlich das eine ist, aus welchem Raum heraus passieren Handlungen, agiere ich eben, und tatsächlich, du hast mir ja auch das Video geschickt und auch den Link geschickt zu diesem Widerstand 2020. Und bei mir löst allein schon das Wort Widerstand natürlich etwas aus, wo ich sage, das ist nicht meine Haltung, in der ich in dieser Welt agiere. Ich persönlich. So, weil solange ich gegen etwas gehe, ist da einfach eine Meinung, etwas nicht gut finden, was da sein kann. Wenn ich ehrlich bin, kann ich ja gucken. Es ist eher das, was wir jetzt machen oder was wir anbieten, aus dem Gutsein, aus dem In-Ordnung-Sein, aus dem Präsent-Sein, aus dem Jetzt-Sein Impulse zu geben für ein bewussteres Miteinander-Sein, was aus meiner Sicht letztendlich in ein bewussteres Miteinander, in eine bewusstere Politik, in eine bewusstere Gesundheitsminister, was auch immer, führen wird. Das ist für mich ja auch alles ein Spiegel des Bewusstseins, was im Mensch, bei den Menschen gerade da ist. Und eben, wie du sagst, sind diese zwei Ebenen. Das eine, ja, dieses hinzuspüren, bin ich aufgerufen? Gehört das zu mir jetzt, rauszugehen, zu demonstrieren? Und wenn dieses Ja ist aus einem Raum von einer Gleichgültigkeit tatsächlich, dann kann ich auch auf einmal Dinge machen, die würde jetzt mein Intellekt vielleicht für nicht richtig halten. Aber wie Kurt zum Beispiel auch sagt, aus dem Stimmigsein, es stimmt jetzt aber. Es stimmt, dass ich jetzt dahin gehe. Es stimmt, dass ich in diese Partei gehe. Oder es stimmt eben nicht. So, und dieser Unterschied, für mich ist tatsächlich Ego, Intellekt immer mit einer Aktion dagegen oder dafür. Ne? Und immer natürlich aus einer Meinung heraus. Mhm. Was aber auch nicht schlimm ist, wenn man ehrlich sagt, ja, aber so sehe ich das. Und ich sehe das und ich finde das jetzt einfach nicht gut und deswegen mache ich das. Und gleichzeitig kann ich innen vom Sein her in Frieden sein damit, mit meiner Persönlichkeit, mit dem Ego. Oder was wir eben sagen, wenn es sich doch zu erfüllen hat, wenn ich zum Beispiel, ich habe einen Freund, der war noch nie bei einer Demonstration. Ich kenne ihn von früher, nie. Der war jetzt auf einer Demonstration. Es war jetzt einfach dran. Ja. Und wenn es einfach eine Erfahrung ist, die einfach noch zu machen ist, dann werden die Umstände diesen Impuls auslösen, ein innerer oder äußerer Impuls, dass diese Handlung dann geschehen. Aber eben und ich kenne viele aus unterschiedlichen Richtungen, die meinen, ich darf jetzt nicht mehr handeln. Ich darf jetzt nicht mehr irgendwie aktiv werden, weil das bedeutet, ich würde ja eingreifen, ich würde mich einmischen. Das ist doch alles Ego und das will ich doch nicht. Und da ist für mich ein großes Missverständnis bei ganz, ganz vielen, diese Unterscheidung wirklich zu haben. Ja, ich bin im Sein und natürlich ist daraus alles gut und alles in Ordnung. Aber welche Rolle habe ich als Mensch zu spielen oder eben welchen Beitrag, wie du sagst? Genau. Und das kann ja total unterschiedlich sein. Es kann ja sein, dass jemand auf seiner Ebene hier einfach ist und er sieht das alles und er ist mit allem einverstanden. Ich glaube, Umfragen haben ergeben, dass wenn morgen Wahlen wären, würde die jetzige Regierung allein regieren können. Heißt ja schon, dass da ganz viele einfach glücklich und zufrieden sind. So, das heißt, wenn das meins wäre, dann lasse ich alles so und lebe das. Wenn ich aber sage, ich bin mit dem System nicht einverstanden und es ist mir noch wichtig, ich will was verändern, egal, aber dann wäre wichtig, das nicht im Kampf zu tun, so aus diesem Wort Widerstand. Aber es könnte auch sein, dass irgendjemand da ist, der sagt, ach, mir ist es eigentlich relativ egal. Ach, das wäre ja möglich, dass jemand innerlich zu diesem Thema gar kein Ego mehr hat und hat gar keinen Wunsch mehr und sagt, auch ob jetzt die Regierung oder die oder ob jetzt der Impfstoff oder wer jetzt dieses bezahlt oder ob ich jetzt Steuern zahle oder nicht und das wird verbraten mit, was weiß ich, dass jemand bezahlt wird, das ist mir relativ egal, auch das könnte ja sein. Und der würde vielleicht lächeln, irgendwo spazieren gehen und würde sagen, es ist alles okay. Ja. Auch das ist wirklich abhängig, wo stehe ich, was möchte ich noch? Möchte ich das ja, noch? Ja, und dann kann aber um die nächste Ecke irgendein Umstand sein, der sagt, nee, aber so jetzt aber nicht. Ne? Ja. Wenn irgendwas in der Persönlichkeit, dann reagiert man ja aus der Persönlichkeit. Ja. Wenn irgendein Thema eben angetriggert wird, was eben nicht satt ist, was nicht erfüllt ist, wo halt ein Thema ist, wo man nicht einverstanden ist. Und dann ist es aber legitim. Und für mich aber auch immer wichtig hinzuschauen,
eben, agiere ich jetzt, aus welchem Raum heraus agiere ich, aus welchem genau. Raum heraus glaube ich jetzt, aktiv werden zu müssen, aus Angst, aus eben der Meinung, das ist schlecht, die anderen, die können es nicht, ich weiß es besser. Es gibt ja ganz viele Dinge, die in dem Persönlichkeitssystem sind. Und das finde ich halt, das gehört dazu, ja, bewusster zu werden, zu gucken, das nicht anders haben zu wollen, als das, was ist, taucht ja auf, damit man damit umgeht, aber schon auch zu gucken, und das sind ja die Impulse, die wir auch geben, was ist denn dahinter? Aus welchem Raum ist es denn? Und will ich wirklich aus diesem Raum heraus agieren? Oder gibt es für mich auch da nochmal eine andere Möglichkeit, anders die Dinge zu sehen, zu wissen, jeder gibt immer sein Bestes in jedem Moment, auch wenn es aus einer anderen Sicht vielleicht wieder ganz anders aussieht. Ja, wieso wissen die das nicht? Aber ich möchte nicht in dem Job stehen, die da zu entscheiden haben, ohne im Prinzip wirklich was zu wissen. Das ist auch nicht so ohne, aber eben, das sind die unterschiedlichen Sichtweisen, ja, die einen dann ja auch agieren lassen, ne? Ja, und es ist ja letztendlich auch noch die Frage, aber das hast du eigentlich schon gesagt, aber ich sage es nochmal ein bisschen so psychologisch, was ist eine Projektion auch aus der Kindheit, ne? Wenn ich so mit Regeln schon ein Thema habe und ich bin so angepasst und Papa hat immer gesagt, wo es lang geht und ich habe mich nicht gewehrt, dann könnte ja auch sein, dass dieser Teil sich jetzt mal richtig wehren will. Ja, so, das heißt, was ist das für ein Thema dahinter? Geht es um die Sache? Geht es um eine Veränderung vielleicht zum scheinbar Besseren? Oder geht es um Ausergehen alter Konflikte, die ich einfach übertrage auf ein anderes Gebiet? Genau, und eben dieses, was ist noch offen? Es war ganz spannend. Wir waren gestern erst das erste Mal offiziell mit unserem Mundschutz einkaufen, nachdem halt dieses wirklich, es muss so sein. Und ich habe ein Thema tatsächlich mit Sauerstoff. Ich brauche frische Luft. Und für mich, ich habe gemerkt, meine Masken, die ich jetzt habe, die sind für mich nicht ideal, weil ich kriege einfach keine Luft darunter. Und ich war am Rummachen und so und hat meine Tochter gemeint, ja, spannend, dass du da so einen Widerstand dagegen hast. Sage ich, es ist aus meiner Sicht gar nicht ein Widerstand, sondern es ist ein Thema tatsächlich der frischen Luft. Und ich suche jetzt eine Lösung und tatsächlich habe ich dann hier ein uraltes aus Indien noch. Das habe ich dann zu Hause drauf getan. Das schnürt nicht hinterm Ohr ein und ist relativ leicht. Sage ich, siehst du, meine Lösung, damit kann ich jetzt raus. Also auch da zu sehen, dass Themen ausgelöst werden und dass die ja immer in eine Lösung kommen wollen und immer ja anbieten, in ein Gutsein oder in ein Gesundsein, in ein Heilsein damit zu finden irgendwo in seiner Individualität. Da gibt es, glaube ich, auch kein generelles, ne? Ja. Wo ist es richtig? Ich habe ganz schön im Blümchen, aber das war mir zu ich eng. Hatte das gestern auch. Ich war mit einer Freundin noch in der Stadt und ich wollte was besorgen. Und ich hatte ja auch so eine Maske, so eine normale medizinische. Oh, ich hatte auch so einen Widerstand. Ich habe den Widerstand, so weil ich das Ganze irgendwie so ein bisschen sinnlos finde. Weil wir hatten 14 Tage oder 2 Monate hatten wir ja nun richtig eine heiße Zeit. Ferienmäßig, da musste keiner eine Maske tragen. Und jetzt, wo eigentlich alles vorbei ist, soll man eine Maske tragen. Und dann hatte ich auch schon Luftnot nach den ersten paar Minuten. Aber ich habe richtig gemerkt, wie der Widerstand war. Und dann habe ich für mich entschieden, ich gehe jetzt ja nichts mehr an Klamotten und nichts einkaufen, weil ich da gar keine Lust drauf habe, solange es die Masken gibt. Und davon musste ich einkaufen. Und dann habe ich das auch so gehabt wie du, dass ich gedacht habe, okay, ich gebe jetzt meinen Widerstand mal auf. Und ich habe mal richtig entspannt geatmet. Und dann habe ich noch so ein paar Gestalten gesehen, wo ich gedacht habe, es ist eigentlich gar nicht schlecht, dass ich eine Maske habe. Und auf einmal war die gleiche Maske, die ich gestern unmöglich fand, und jetzt war es okay. Aber es ist immer abhängig von meiner Geschichte im Kopf, wie ich das nehme. Trotzdem, ja, und da eben, trotzdem merke ich, dass mein Ego das einfach blöd findet. Ja, eben. So. Und das darf ja auch. Und es ist ja auch schön, das zu sehen. Also ich finde, es ist ja auch wichtig, das Ego zu sehen. Wie ist denn mein Ego gestrickt? Was sind denn da für Themen? Was willst du denn? Was willst du denn nicht? Und damit eigentlich zu dealen. Ja, ne? Und damit zu so, okay, wie gehe ich jetzt mit dem Ego um? Wie kann ich das denn setteln, dass es in Frieden kommt mit den Umständen? Und für mich ist eben das Thema Anpassen, vielleicht haben wir das zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, ist eben, manche sagen ja, ich muss mich jetzt allem anpassen, aber letztendlich passe ich mich an, indem ich mich eben anpasse, indem ich Lösungen finde, die auch für mein Ego, auch für meine Persönlichkeit einfach tragbar sind. Ja. Ja, das meine ich so. Wo, ja?
Was für eine Zeit. Ja, das meine ich so mit anpassen, den Grad zu finden, wo passe ich mich an, wo gebe ich hin oder wo sage ich, das sagte der eine Arzt ja auch, ich möchte nicht einen Abstrich machen von der Maske, den die meisten tragen. Wo macht etwas wirklich keinen Sinn und wo ist es vielleicht sogar noch schädlich? Also ich kann mir noch vorstellen, wenn ich so als Verkäuferin so einen ganzen Tag so die Maske tragen muss, da wüsste ich jetzt nicht, ist das so gesund? Und da gibt es ja wieder Ärzte, die dann im Fernsehen behaupten, das ist völlig in Ordnung. Also es ist, aber da meine ich so, und da bin ich dann bereit zu sagen, okay, da könnte ich ja mal mit demonstrieren oder da kann ich ja mal meinen Beitrag leisten. Da, wo ich merke, es ist ein Thema von mir. Ja, genau. Und halt dieses wofür bin ich aufgerufen? Ne? Was ruft mich? Was ist... Und das gleichzeitig bringt es ja jeden hinzuschauen bei sich wirklich, wie sehe ich es denn eigentlich? Ja. Wie stimmt es denn für mich? Wie ist es denn? Und wie bin ich denn mit der Person und dem Ego in dem Ganzen? Was ist denn wirklich meine Rolle? Ja. Und das ist ja, in jedem Moment kann sich das ändern und ist ja sehr individuell. Genau, und dieses Ego einfach, das hatte ich heute früher auch in dem Gespräch, dass sie meinte, entweder oder, nein, sondern ich bin ein spirituelles Wesen, ich habe einen göttlichen Teil in mir, dieses Sein, und ich bin die Thea, aber je größer der Teil vom Sein ist, desto mehr leichter wird es, und ich sehe das, aber die Handlung ist immer noch zu tun. Klar, wir agieren ja, eben, es ist das Gleiche, genau, wie wenn wir sagen würden, ja, ich als Sein muss nie wieder auf die Toilette gehen. Kann man mal gucken, wie lange man das aushält, weil der Körper hat seine Gesetzmäßigkeiten. Der hat dann Hunger und Durst und der muss auf die Toilette und der wird dann vielleicht mal müde. Die Yogis vielleicht nicht, aber wir als normalen Menschen ja doch. Ja. Und da zu sehen, ja, ich agiere als Mensch in der Welt und bin das Sein, in dem alles, in dem Bewusstsein, das stattfindet. Genau. Ja, ich glaube, das sind doch ein paar Impulse unserer Sichtweisen. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Gespräch wieder. Genau, oder auf irgendeiner Demo. Auf irgendeiner Demo oder in irgendeinem Maskengeschäft oder was auch immer. Also. Okay, du Liebe. Danke. Ciao. Danke.